Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich habe gerade mein Homeworkout hinter mir. Sieht zwar seltsam aus, weil ich das Ganze hier im Studio mache, aber eins kann ich euch versprechen, das könnt ihr zu Hause machen. Ich mache es nur hier, weil ich hier ungestört drehen kann. Aber alles, was ihr für dieses Workout braucht, um es zu optimieren, ist sowas hier. Ich habe es schon mal vorgestellt, Video findet ihr da oben. Liegestützhilfen, vor allem wichtig, weil wir im höheren Gewichtsbereich trainieren, heißt, wir ersetzen 100 110, 120 Kilo auf der Bank und dann ist das für die Gelenke sehr schädlich, wenn ihr die so einknickt. Solltet ihr auch beim Bankdrücken nicht machen, deswegen hiermit könnt ihr die gerade halten, was ganz gut ist und habt auch guten Grip, könnt die verstellen, wie ihr wollt. Eigentlich eine super Sache. Die könnt ihr benutzen, die könnt ihr auch ersetzen. Vielleicht habt ihr Kurzhanteln zu Hause und könnt die so hinlegen, dass sie nicht gerade wegrollen und dann dafür benutzen. Da gehen eine ganze Menge Sachen. Aber ansonsten kann ich die nur empfehlen und ich benutze verschiedene Widerstandsbänder. Ich habe die in verschiedenen Stärken hier. Von brachial stark, richtig für die dicken Oschis hier, bis hin zu, ja, für die Mimosen, benutze ich allerdings auch. Und naja, das ganz leichte Gummi, mehr zur Verhütung geeignet als zum Training, aber das wird hier auch benutzt. Ihr seht jetzt, was ich mache, heute ist Brust-, Schultern- und Trizeps-Tag, alles auf einmal. Und da könnt ihr euch ja dann rausnehmen, was ihr wollt. Wir haben ja schon gesehen, nach welchem Plan wir trainieren, das findet ihr alles hier. Und dementsprechend könnt ihr jetzt mein Workout euch mal anschauen. Das Ganze wird jetzt mit der Off-Stimme kommentiert. Und da bin ich schon und setze ein, die Off-Stimme und der Sprecher. Ich werde euch jetzt hier wieder, wie ich schon mal gemacht habe, durchs Training führen. Denn ich habe dort lieber die Musik laufen lassen und ich muss ja auch nicht so viel dabei quatschen. Wir sind hier schon im Aufwärmen. Ich habe davor ein wenig die Schultern aufgewärmt. Ihr kennt meine Schulteraufwärmroutine und ich wollte das Video jetzt nicht unnötig lange stretchen. Außerdem habe ich auch ein paar Sätze eingespart. Hier seht ihr jetzt, dass ich zum Aufwärmen Liegestütz mache. Das ist natürlich der Klassiker, dass wir bei einem Heimtraining, das wir jetzt gerade absolvieren, meistens in der Annahme sind, dass wir jetzt auf Liegestütze für zum Beispiel die Brust zurückgreifen müssen und kein schweres Bankdrücken mehr machen können. Ich benutze Liegestütze tatsächlich nur zum Aufwärmen. Also das eigentliche Heimtraining ist jetzt nicht das typische Liegestütz, Liegestütz, Liegestütz und endlos wieder Wiederholungen aneinandergereiht. Nein, das hier ist das Aufwärmen. Und jetzt, seht ihr, geht es zur Sache. Ich habe einmal Normalliegestütz aufgewärmt und einmal Schrägbankliegestütz. Das heißt, die Beine kommen hoch und man hat dadurch den Schrägbankwinkel. Und das habe ich deswegen gemacht, damit ich mich jetzt dem normalen Working Set nähere. Und ihr seht, das sieht immer so ein bisschen improvisiert aus hier. Ich habe das stärkste Terraband genommen, um jetzt wirklich mit 110 Kilo Schrägbankdrücken zu machen. Und da seht ihr auch schon, wir sind bei der dritten, vierten und wir sind hier wirklich im niedrigen Wiederholungsbereich. Da geht es auch schon nicht mehr ganz. Ich habe nur zwischen, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, 7 Wiederholungen waren es oder so. Da, ich bin auch ziemlich fertig. Also, es ist eine ungewohnte Bewegung, weil die Belastung natürlich in der Spitzenkontraktion oben, wenn ihr durchdrückt, am stärksten ist. Und das ist genau das Gegenteil vom normalen Bankdrücken, wo dann eine gewisse Entlastung stattfindet. Da ich hier schon bei 7 Wiederholungen unten war, habe ich damit einen zweiten Satz nur noch gemacht. Da habe ich nur noch 5 geschafft und jetzt habe ich mir ein anderes Widerstandsband genommen. Ihr seht, jetzt habe ich das lilane hier und bin jetzt gerade hier im vierten Satz. Ich erspare euch also jetzt ganze 4 Sätze damit zu sehen. Ihr seht das Prinzip, ich mache Schrägbankdrücken und ich mache es tatsächlich im 6 bis 10 Wiederholungsbereich. Jetzt sehen wir mal mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich kann schon nicht mehr ganz durchdrücken, 8, ja, ihr habt gesehen, es ist nur noch eine ganz kleine Bewegungsamplitude, aber in anderen Videos hier auf dem Kanal seht ihr auch, dass diese nicht unbedingt schadet. Und jetzt mache ich zum Schluss im vierten Satz einen Supersatz. Jetzt kommen nochmal ein paar Liegestütze hinterher, ebenfalls noch Schrägbankliegestütze und das werden auch jetzt nicht mehr so viel da. Es waren jetzt auch nur 6 oder so. Und naja, damit noch ein Dropset reingebaut und jetzt muss ich eines zugeben. Ich hatte leider einen Dreh nach hinten verschoben. Und dadurch war die Speicherkarte schon voll und ich habe dazwischen noch Fliegende mit der Kurzhantel gemacht. Jetzt können wir mal ganz kurz das Ganze hier stoppen und ich zeige euch, wie ich die Fliegende normalerweise zu Hause mache. Nämlich so. Und das habe ich da nur im Studio gemacht, da sind natürlich Kurzhanteln und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Übung hier. Ihr seht, ich habe hier eines der Widerstandsbänder einfach irgendwo festgemacht, das könnt ihr auch an der Tür festmachen oder sonst wo. Und dann einen ganz anderen Winkel. Hier ist die Spitzenkontraktion
im obersten Punkt, wenn ihr den Arm also ausgestreckt habt. Bei normalen Fliegenden mit Kurzhanteln ist genau da wieder die Entlastung, ähnlich wie beim Bankdrücken. Und unten, wenn ihr quasi im 90-Grad-Winkel zur Schwerkraft seid, dann ist das eine brutale Belastung, weshalb ja auch viele das Fliegende mit Kurzhanteln verpönen, ich aber nicht. Und hier habe ich mal eine ganz andere. Heißt, ich habe jetzt zwei Formen von Fliegenden reingebracht und das ist insgesamt die dritte Übung. Ich schreibe es mal daneben dazu. So sieht das Brustprogramm aus von den Übungen. Aber ihr könnt es auch einfach genau so nachtrainieren. Und jetzt kommt da auch noch richtig Pump rein. Wie ihr seht, bläht sich da die Brust auch schon ganz schön auf. Und dann ist auch irgendwann vorbei. Und natürlich könnt ihr aber die Widerstandsbänder alle so wählen vom Gewicht, dass es hinhaut. Hier gehe ich jetzt zu den Schultern über. Und ihr seht schon, dass da ist ein sehr widerspenstiges Widerstandsband. Da schüttel ich nur den Kopf. Ich hätte gedacht, ich bin stärker, aber nicht nach dem Brusttraining. Und ich schaffe da auch wirklich nur meine 2-3 Wiederholungen, die alles andere als jetzt wirklich gut aussehen. Aber es kommt eben ein Kraftanteil mit rein. Und auch das zeigt wieder mit Widerstandsbändern, wir brauchen jetzt nicht 30 Kilo Kurzhanteln oder so etwas, geht es auch. Nun ja, hier habe ich dann direkt ein leichteres gewählt und dann kommt auch nochmal ein wenig mehr Schwung rein von den Wiederholungen. Auch da wieder. Dann sind wir hier immer noch im Wiederholungsbereich zwischen 8 und 12 irgendwo. Und das hier ist bereits der dritte Satz. Das ist der zweite, den ich mit diesem Band mache. Und damit habe ich dann Schulterdrücken auch drin. Für die Stärkeren unter euch kann man das natürlich auch mit einem Band, wenn ihr nicht verschiedene habt, intensivieren, indem ihr einfach zwei Füße unten drauf stellt. Und dadurch wird das Gummiband noch weiter eben gestretched und ihr habt weniger Spielraum oben. Das geht natürlich auch. Damit kann man die Widerstandsbänder natürlich schon fast halbkiloweise nutzen und einstellen, auch wenn man nur wenige hat. Allerdings solltet ihr dann eher die leichteren nehmen und nicht unbedingt die stärkeren, aber ich kann immer nur empfehlen, ein leichtes, ein mittleres, ein starkes und das starke ist so, dass ihr eben damit zurechtkommt. Und jetzt kommt natürlich noch meine Lieblingsübung, Seitheben und hier achtet bitte darauf, wie ich das mache. Ich gehe unten über Kreuz. Ja, am Anfang kriegt man ein bisschen Knoten im Kopf, wenn man das nur sieht und versucht, aber über Kreuz ist wesentlich besser, weil ihr bereits schon unten, wenn mein Arm also am Körperfeind beinahe ist, dann habt ihr schon ein bisschen Spannung auf den mittleren Delta. Wesentlich besser, als wenn ihr euch normal drauf stellt, weil sonst ist da eine komplette Entspannung. Und das zieht ordentlich rein. Ich liebe diese Übung und muss sagen, dass sie sogar mindestens so gut ist, na, genauso gut ist wie Kurzhantel Seitheben. Weil es einfach ein komplett anderer Reiz ist und die Schultern brennen ordentlich. Ja, das merkt ihr da auch. Und jetzt gehe ich auch schon über zum Trizepstraining. Ich hänge es irgendwo oben dran. Das könnt ihr ganz leicht machen, denn jeder von euch wird sicherlich eine Tür zu Hause haben. Hängt es einfach oben über die Türkante und dann macht ihr ganz normales Seildrücken, wie ihr es auch sonst an einem Kabelturm macht. Das ist sehr simpel, allerdings kommt hier ein großer Druck drauf, denn sobald ihr runtergeht, dann ist das Widerstandsband natürlich maximal gedehnt und dadurch ist da wieder der stärkste Teil drin. Und das ist in der Spitzenkontraktion, also genau wenn der Arm gestreckt ist und das zieht auch wieder ordentlich rein. Auch das eine super Alternative zum normalen durchgehenden Gewicht von den Kabeltürmen. Ich mache das Ganze hier 3 bis 4 Mal im Supersatz. Ihr seht jetzt, ich mache direkt eine nächste Übung. Ich hänge es jetzt ungefähr auf Kopf- und Schulterhöhe auf. Lehn mich rein und das kennt ihr auch. Und jetzt kommt das Ganze nochmal über Kopf. Ganz anderer Winkel von den Oberarmen zum Oberkörper. Jetzt frei, vorher am Oberkörper. Und da hole ich nochmal jetzt das Letzte raus. Das, ja, squeeze da ordentlich rein. Schön. Davon habe ich 3 Stück gemacht, dann war der Trizeps eigentlich auch durch. Und jetzt zum Schluss mache ich nur noch einen Satz. Das war so einfach nur zum Auspowern nochmal eine Kombination von allen dreien. Ihr seht, ganz enges Bankdrücken, enge Liegestütz kann man sagen. Ganz eng am Körper die Ellbogen, das geht mehr auf den Trizeps als auf alles andere. Und davon werde ich jetzt auch nicht mehr so viel schaffen. Ja, das war's schon. Puh, und damit ist es geschafft. So. Ach, das mache ich auch nochmal im Supersatz. Ich knie jetzt, dadurch wird es nochmal ein Stück leichter, aber da ist auch nicht mehr viel drin. Und ihr seht, ich bin geschafft und ich bin raus. Ja, das ist das Training gewesen und ich hoffe, dass ihr das zu Hause komplett so nachtrainieren könnt, dass ihr die Widerstandsbänder dafür habt und so weiter. Ansonsten lasst euch vielleicht eine Kompensation einfallen. So trainiere ich derzeit an einem Tag die Brust. Jetzt kann man auch mit normalen Bankdrücken anfangen, kein Schrägbankdrücken, Negativbankdrücken. Ich werde euch weiterhin durchführen. Ihr findet das Ganze ja hier auf Instagram, aber auch auf YouTube. Ja, trainiert es mal einfach nach
Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch gerne das ungekürzte Training lieber sehen wollt, also wirklich jeden Satz, oder ob das so zusammenfassend ganz gut ist, ob ich das überhaupt dabei kommentieren soll oder nicht und einfach währenddessen sprechen soll. Und ja, was ihr für andere Trainingseinheiten ganz gerne mal haben wollt. Alle anderen Videos zu der Reihe findet ihr ebenfalls hier auf dem Kanal. Schaut mal rein, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und wenn euch das soweit gefallen hat und ich einen ganz guten Job gemacht habe, lasst mir gerne ein Like da. Ich versuche jetzt auch mal in Zukunft alle anderen Trainings zu filmen, sodass wir gemeinsam durch diese Zeit kommen und vielleicht sogar stärker werden. Das war's jetzt erstmal von mir, euer Gotti. Bis bald zum nächsten Training. Macht's gut.